auf der Straßenbahn anziehen. Sollten Sie übrigens Interesse haben, Fluglotse zu werden oder etwas mit der Flugsicherung zu tun haben wollen, wenden Sie sich im Karrieretrack an die Berater und fragen Sie diese einfachen Löcher in den Bauch, wie man dieses werden kann. Regiment 31 aus Seedorf und heute noch eine Besonderheit, springt der Brigadegeneral General Faust direkt mit diesen Soldaten ab. Dieser Fallschirmspezialzug wird bei notwendigen Luftlandeoperationen als erste im Einsatzgebiet abgesetzt, um das Anlanden und die Aufnahme der Hauptkräfte vorzubereiten. Es gibt zwei Arten zum Absetzen. Einmal die mit den Rundkappen, das ist ein genereller Automatensprung. Dieser Sprung wird aus ca. 400 Metern Höhe durchgeführt, um viele Männer schnell abzusetzen. Heute sehen Sie aber den Absprung mit einem Gleitfallschirm. Jetzt gucken Sie nach oben. In wenigen Minuten oder Sekunden besser gesagt, werden die Fallschirmspringer aus dem Luftfahrzeug springen. Dieser Sprung mit dem Gleitfallschirm ist dafür gedacht, um unerkannt in ein Einsatzgebiet zu kommen. Es können Gleitstrecken von sage und schreibe bis zu 35 Kilometer erreicht werden. Beim Absprung ohne Sauerstoff geht dieses bis zu einer Höhe von 10.000 Fuß, also ungefähr 3,3 Kilometern. Sollten die Soldaten mit Sauerstoff ausgestattet werden, geht dieses bis zu 30.000 Fuß. Das ist eine Höhe von 10 Kilometern. Die Einsatzzone kann selbst aus dieser Entfernung, also von diesen 35 Kilometern, punktgenau erreicht und gesichert werden. Ja, das ist richtig. Fällt man bald auf. Die Ausbildungsdauer für diese Fallschirm-Spezialsoldaten dauert 2 bis 4 Jahre je nach Spezialisierung. Das maximale Gesamtabsprunggewicht beträgt 264 Kilogramm. Die ersten Springer haben jetzt abgesetzt und fliegen erstmal, ohne den Fallschirm abzumachen, die erste Strecke herunter. Zum Absetzen haben sich die Fallschirmjäger. So, jetzt sind alle Fallschirmspringer abgesetzt. Die haben schwarz-rot-gold. Ja, ja, so ein Hinterhaar. Das ist doch gut. Mit der langen Bänder. Schwarz-rot-gold. Guck mal, siehst du, wie die
Dann wirft er jetzt ab, das Gewicht. Jetzt habe ich wieder in den Wind gedreht. Landet. Start- und Landebahnlänge, wie eben gerade schon erwähnt, beträgt unter 1000 Meter. Landen kann er auf Gras, Sand und Schotterflächen. 45 Meter lang, hat eine Höhe von knapp 15 Metern und eine Spannweite von 43 Metern. Die Leermasse beträgt über 78 Tonnen. Und die maximale Startmasse beträgt 141 Tonnen. Wir können wirklich dann nach vorne kommen. Ja, aber da sieht man es auch schlecht. Gehen wir unter den Arm durch, genau. Landet sie hier? Ich habe nur blondes Haar gesehen. Ach. Das ist schon Fachmann, ja. Ich setze mich auf. Manchmal, wenn ich auf dem Rad bin. Zusätzlich bilden wir dort noch internationale Flieger aus, zurzeit aus Schweden und aus Holland. Wie viele Piloten braucht man denn, um diesen Hubschrauber zu fliegen? Grundsätzlich kann diese Maschine mit einem Pilot geflogen werden. Heute sehen wir zwei. Den Hauptmann gesagt, Frieder Hublack und den Hauptmann Frankie Henschen. Wenn man Pilot bei der Bundeswehr werden will, also Hubschrauberpilot, wie ist so ungefähr der Werdegang? Ja, zuerst einmal geht man beim Kreiswehrersatzamt oder jetzt Karrierecenter, um eine generelle Eignung zu bekommen. Die zweite Stufe ist eine Untersuchung in Fürstenfeldbruck. Gesundheitscheck, Psychologie etc. Und dann kommt die Phase 3. Dort laden wir die Anwärter nach Bückeburg ein und dort werden sie gecheckt, ob sie die Ausbildung auch bestehen würden. Sehr schön. Und ich glaube, jetzt geht die dynamische Darstellung dieses Luftfahrzeuges los. Erklär uns mal bitte, was da so jetzt in den Hubschrauber gerade vor sich geht. Ja, rechts sitzt der Hauptmann Henschen. Er fliegt das Luftfahrzeug. Und links als Co-Pilot der Frieder Hublack. Der macht Funksprechverkehr, gibt dem Piloten Hinweise, dass die Maschine nicht überzogen wird und spricht das jeweilige Verfahren. Die Maschine steigt jetzt auf ca. 1000 Fuß und wird dann die Nase Richtung Boden drücken und dann in ein Kleeblatt gehen.
das sieht ja alles recht spielerisch aus. Ist das auch so leicht, dieses Programm vorzuführen? Nein. Ich habe die, oder wir sind drei, die dieses Programm fliegen dürfen. Man muss sich da rantasten. Ich erkläre es immer, es ist wie Einradfahren. Wenn man es dann kann, das ist okay. Wir haben in Bückeburg 14 von diesen Maschinen, sowie 8 Simulatoren und zusätzlich noch die alten Bell Jet Ranger für Notfallfahrentraining. Die Piloten bekommen in Bückeburg eine Ausbildung im Sichtflug, im Instrumentflug, im Nachtflug, mit und ohne Nachtsehgerät und sowie das High-Performance-Training im Gebirgsraum, den Gebirgsflug. Nachdem Sie Ihre Ausbildung in Bückeburg beendet haben, gehen Sie zurück zum Marineluftwaffe-Heer und werden dort auf die verschiedenen Hubschrauber weiter ausgebildet. Ich glaube, einige von unseren Zuschauern, denen wird schon mulmig im Magen, wenn sie mit dem Fahrstuhl fahren oder eine kleine Treppe hochgehen müssen. Und ich glaube, bei diesen Manövern würden einige von denen sich nicht mehr ganz so gut fühlen. Ja, da gebe ich dir recht. Man muss sich rantasten und dann ist es aber okay. Wobei wir bei uns auch Piloten haben, die sagen, ich würde das nicht machen. So, die Maschine verneigt sich vor Ihnen und wir dürfen einmal klatschen für Frankie und Frieda. Ja, vielen Dank, Peggy. Und vorher nass gewesen sind, müssen Sie, das kennen Sie auch aus dem zivilen Bereich, wenn Sie in den Urlaub fliegen und es liegt Schnee draußen, müssen die Tragflächen enteist werden. Dieses zeigen wir Ihnen jetzt hinten im Westen an einer extra dafür bereitgestellten Maschine. Bei manchen ist es das. Ja, bei mir aber nicht. Bei manchen, ja. Was ist das Ergebnis? Was hat er denn? Ist doof. Was will er denn? Nichts erzählen, weil das ist ziemlich laut. Jetzt ist also Zeit, den Gehörschutzstopfen einzusetzen. Und wir werden für dieses Display eine Musikuntermalung darstellen, damit das auch richtig gut wirkt. Viel Spaß, enjoy. So, wir haben gerade erfahren, dass wir mit dem Start noch ein bisschen warten müssen, weil wir doch noch Luftverkehr nach Hannover herein haben. Deshalb können wir doch noch ein bisschen weiter erzählen. Viel Spaß bei der fliegerischen Darstellung des Kampfjets Eurofighters. Dann machen wir alle einen grünen Punkt.
beeindruckende Darstellung. Ich bitte um einen kräftigen Applaus für die Darstellungspilotin in diesem Rollen weiter. Es gibt einen. Ja, wie Sie gerade sehen, ist der Eurofighter bis zum Schluss noch in dieser Stellung, damit er ganz viel Luftwiderstand hat und die Bremsen so wenig benutzen muss, sondern die Luft. Das ist ein komischer Landeanflug. Nee, stimmt. Der macht immer. Der macht dich so. Ja, der fliegt immer rüber. Das wäre dann so gefährlich. Dann müsste man so Flares rausbauen. Die Länge dieses Luftfahrzeuges beträgt knapp 33 Meter und die Höhe etwas über 12 Meter. Die Spannweite beträgt 40 Meter und die Leermasse beträgt 32 Tonnen. Die maximale Startmasse beträgt knapp 50 Tonnen. Somit ist die Zuladung bis zu 18 Tonnen möglich. Das heißt, bis zu 90 Personen oder halt dementsprechend Verletzte. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 455 Stundenkilometer. Der Vorgänger. Ja, das ist zwar auch ein Aufstieg. Wie lange war die Wien schon mal? 30 Jahre. Auf welchen? Das ist um auch die Vorführung des Patriot-Waffensystems nicht weiter zu stören und damit Sie auch die Geräusche dieser Transall während der Flugvorführung wahrnehmen können, lasse ich Sie jetzt in dieser beeindruckenden Waffenshow allein. Es
passiert das? Fliegt doch? Auf Flugzeug. Jedes Flugzeug fliegt. Ja, das habe ich gesagt, kann ich fliegen, weil, das hat die Pfeiler drin. Nein, du baust auf, okay? Nein, mach einen Mund. Okay, dann komm. Du musst mir eine Start- und Landebahn bauen, damit ich Tornado und so spielen kann. Für uns beide. Weißt du, wo eine ist? Da, da. Das ist ja total. Oh, jetzt ist ein Schnell. Wie Sie gerade gesehen haben, war während des Überfluges die Laderampe geöffnet. In dieser Position können dann halt Lasten oder die Fallschirmspringer, wie vorhin schon mal angesagt, mit den Rundkappen aus einer Höhe von 400 Metern abgesetzt werden oder die Lasten aus dieser Höhe, wie die Maschine gerade vorbeigeflogen ist. Minimumhöhe, weil ich glaube, theoretisch kannst du noch mal 200 Meter den Fall zum Mal wegzusetzen. Wie man das macht. Der ist ja schon ein ganz schöner Ruck und teilweise ist es schon nicht sofort öffnen. Okay. Kannst du es auch mal wieder vergessen? Und den Arm. Nee, 400 Meter ist noch so. 300 bis 400 Meter. 300 bis 400 Meter ist dieser Ruck. Wahrscheinlich, wenn sie richtig im Einsatz werden, wird es vielleicht noch ein bisschen länger. Aber noch ein bisschen länger. Ich sehe. Wie sich der Ruck auf die Arme. Man hat einen Hubschrauber, aber ein Flächenflugzeug, das ist schon imponierend. Und gleich folgt eine besonders beeindruckende Schauspiel. Eine sogenannte Sarajevo-Landung. In Einsatzgebieten sind ja meistens nur die Landeplätze gesichert und außerhalb dieser Landeplätze besteht die Gefahr von Beschuss aus Kleinfeuerwaffen von Rebellengruppen etc. Um diesem Beschuss nicht ausgesetzt zu sein, findet der Landeanflug dieser Maschine aus einer sehr großen Höhe statt und diese Maschine wird dann in eine Art Sturzflug übergehen und erst kurz vor der Landung abfangen, um aufzusetzen und möglichst kurz stehen zu bleiben. Holen Sie Ihre Fotoapparate raus, nehmen Sie die Videofunktion, weil diese Landemanöver sehen Sie nicht sehr oft. Und haben Sie keine Angst, das, was jetzt kommt, ist gewollt. Das ist
Ja, danke schön für den Applaus für diese Leistung. Ja, jetzt sehen Sie diese gewaltige Maschine, den Airbus A400M. Das militärische Transportflugzeug von Airbus Military, eine Tochterfirma von Airbus bzw. EADS. Dieses Luftfahrzeug ersetzt viele veraltete Maschinen bei uns und auch bei anderen befreundeten Nationen. Es ist mit 4 Turboprop-Triebwerken und 8 Blattpropellern ausgestattet. Es zeichnet sich gegenüber seinen Vorläufern durch eine sehr viel höhere Nutzlast und Reichweite aus. Für Start und Landung, selbst unter ungünstigsten Wetterungsbedingungen, genügt eine Landebahn von unter 1000 Metern. Das Fahrwerk dieses Flugfahrzeuges ist dafür ausgelegt, auch auf unbefestigten Behelfspisten zu landen. Das Luftfahrzeug hat eine Länge von 45 Meter und die Flügelspannweite beträgt 42 Meter. Es ist knapp 15 Meter hoch und die Spur des Fahrwerkes beträgt 6 Meter. Das Leergewicht dieser Maschine beträgt knapp 80 Tonnen, das maximale Landegewicht 122 Tonnen. Zum Starten kann es sein, dass das Luftfahrzeug bis zu 141 Tonnen wiegt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt knapp 860 Stundenkilometer, das ist Mach 0,72. Die Reichweite dieser Maschine beträgt bei voller Nutzlast 3300 Kilometer und bei bis zu 20 Tonnen Zuladung 6400 Kilometer. Nein, Sam, setz sie jetzt mal bitte auf. Genau jetzt. Nein. Doch, genau jetzt brauchst du sie. Bedenken Sie bitte bei der folgenden Vorführung. Dieses Luftfahrzeug wiegt jetzt über 80 Tonnen. Über der LTG 62 Wunstorf mit dem Flugplatz oder mit dem Flugplatz Hannover geteilt wird, müssen wir nun wieder kurz warten, bis wir die Startfreigabe bekommen, weil wir noch ein Luftfahrzeug haben, was in Hannover gleich landen wird. In der Luft. Ist eine Walzer-Toilette. Auf der, wo wir waren. Nein, wo ich war. Hier noch eine. Da muss man nicht durch die Zolldienst durch. Also,
Eine wichtige Durchsage. Paula Hartwig. Paula Hartwig, ein 8-jähriges Mädchen, wird gesucht. Sie hat lange braune Haare und ihr Vater wartet bei der Hüpfburg am Infostand in der Mitte des Veranstaltungsgeländes. Wer Paula Hartwig sieht oder von ihr angesprochen wird, führt sie bitte zum Infostand in der Mitte des Veranstaltungsgeländes. Jetzt gucke ich nämlich dem Flugzeug zu. Okay. Und auch hier hören Sie wieder, wie leise dieses Luftfahrzeug ist. Es ist doch nicht mal 1 Kilometer im Süden und Sie hören von diesem Luftfahrzeug gar nichts mehr. Luftfahrzeuge sind ausgerüstet mit einem Selbstsicherungssystem. Das heißt, sollten diese Luftfahrzeuge beschossen werden, schießen sie sogenannte Chefs and Flares aus. Das heißt, das sind Täuschkörper, damit Raketen von diesem Luftfahrzeug abgelenkt werden und woanders detonieren. Auf der Lade hat man gewunken.
Würde ich nicht machen. Diese Einsatzfähigkeit, also das Absetzen von Lasten und von Fallschirmspringern, wurde Ihnen dieses Jahr auf der ILA in Berlin gezeigt. Sollten Sie in 2 Jahren die Möglichkeit haben, nach Berlin zu fahren, schauen Sie sich das gerne an, weil dort wird das gesamte Leistungsspektrum der Bundeswehr gezeigt, mit allen vereinten Kräften. So, und jetzt demonstrieren wir Ihnen wieder die kurze Landestrecke, die dieses Luftfahrzeug nur braucht. Jetzt setzt es zur Landung an und steht ungefähr innerhalb von 500 bis 600 Metern. Einparken, wie Sie jetzt sehen. Regnet oh. Schon mal die Mutter von dem Bienen getötet. Dann war die Biene ja richtig. Dann ist sie ausgerastet. Und die Bienen, die auch für alle Soldaten und alle Angestellten, die diesen Tag der Bundeswehr hier in Wunsdorf organisiert und durchführt. Zur Landung ansetzt. Und achten Sie drauf, während er landet, wird er ganz lange das Vorderrad noch oben haben, damit er die aerodynamische Bremswirkung ausnutzt. Das heißt, er braucht keinen Landefallschirm, keinen Bremsfallschirm, den er nur bei besonders kurzen Pisten nutzt.
zu Hause. So, dann gehen wir langsam weiter. Das Lied habe ich auch auf meinem Foto, aber glaube ich. Ich glaube, ich habe ihn noch.